Vergessen, Sie kommen wegen der Leberwerte. Beim Hausarzt waren die erhöht und die Kollegen unten haben noch mal Blut abgenommen. Die Werte sind definitiv nicht okay. Ja, sind zu hoch, nee, nicht okay. Also ich sage Ihnen mal die Normwerte. Der eine Wert bis 20, der andere bis 25. Sie haben 116 und 136. Also abklärungsbedürftig. Ja, trinken Sie Alkohol? Nein. Kein Alkohol? Okay. Drogen irgendwelcher Art? Nein, sowas mache ich nicht. Okay. Medikamente, die Sie irgendwas einnehmen? Derzeit auch nicht. Auslandsaufenthalte? Nix in der Vorgeschichte, okay. Ernährung irgendwie viel Fastfood oder sowas? Fettreiche Ernährung? Ich bin total gesund. Okay. Dann würde ich gerne Ihren Bauch mal anschauen. Die Frau Kessel gab eigentlich keine großen Beschwerden an. Ich habe dann den Bauch untersucht. Da war jetzt nichts Dramatisches auffällig. Und habe dann als nächste logische Untersuchung eine Ultraschalluntersuchung angeschlossen. Und da stellte sich ein Befund raus, der zu der jungen Patientin gar nicht passte, aber zu den erhöhten Leberwerten. Einmal den Bauch dick machen, bitte, Frau Kessel, richtig rausstrecken. Super. Ja. Gallenblase ist okay, aber Ihre Leber, Frau Kessel, zeigt doch eine deutliche Verfettung. Da ist hier so diese Weißlichkeit. Moment, ich guck mal gerade. Was denn jetzt schon wieder? Hallo, hier ist die Frau Kessel. Das ist meine Tochter ist hier. Die Mutter, glaube ich. Was hast du denn hier? Okay, danke schön. Ich bin vorne, ne? Okay, ich habe bei dir im Büro angerufen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Was ist denn los? Wann hast du das denn jetzt schon wieder erfahren? Ja, du bist nicht an dein Handy gegangen. Ich habe bei dir im Büro angerufen. Hat man mir gesagt, dass du hier bist. Hast mit du einen Rückfall oder was? Nein. Was meinen Sie mit Rückfall? Hat meine Alkohol, Tochter, oder? Nein, hat meine Tochter Ihnen nichts erzählt? Mama. Wie Mama? Du musst doch sagen, was los ist. Meine Tochter war magersüchtig als Teenager. Was? Da war ich 16. Das ist doch ewig her. Das hast du überhaupt nicht erzählt. Das wusste ich auch nicht. Das ist doch auch gar nicht so wichtig. Nein, aber ich meine, du hast eine schlimme Trennung hinter dir, eine schwierige Phase. Da habe ich gedacht, du hast vielleicht wieder aufgehört zu essen vor lauter Stress. Nein. Also, ich würde jetzt sagen, die Leberwerte sind erhöht. Wir sind mitten in der Untersuchung. Ich würde jetzt gerne die Ultraschalluntersuchung komplettieren. Ja? Mhm. Frau Kessel, dann können Sie sich einmal in den Wartebereich setzen, solange bis wir fertig sind vielleicht, okay? Wir machen hier weiter. Sie sagen mir gleich Bescheid. Nehmen Sie aber natürlich draußen Platz, ja? Den Bauch mal ganz nehmen Sie einmal hier vorne bitte um die Ecke, ne? Okay. Okay, also die Gallenblase in Ordnung, Frau Kessel. Aber die Leber zeigt doch, bitte dick machen, den Bauch ein bisschen rausstrecken, zeigt doch die leichte Verfettung hier im Lebergewebe. Das heißt, das sieht so aus wie eine Fettleber. Ja. Sie haben mir gesagt, Sie trinken keinen Alkohol. Ich glaube Ihnen das. Kannst du schon mal bitte die Schmirage abwischen. Aber das möchte ich weiter abklären, Frau Kessel. Ja. Wir brauchen Spezialblutwerte für die Hepatitis A, B und C. Ja. Ich würde auch für morgen anberaumen eine spezielle Ultraschalluntersuchung, wo man dann mit einem Spezial-Ultraschall guckt, ob die Leber elastisch oder steif ist. Das heißt, diese Leberwerte müssen wir klären. Sie sind verhaftet, Sie bleiben hier. Och, Sie werden stationär aufgenommen. Gesundheit ist ja nun nicht so ganz unwichtig, Frau Kessel. Ja. Bei der Fettleber wird zu viel Fett in die Leberzellen eingelagert. Die häufigste Ursache ist zu viel Alkohol. Daran denken wir Ärzte zunächst auch immer. Und dann gibt es die sogenannte nicht-alkoholische Fettleber. Das heißt, es ist eine Fettleber da, Alkohol ist nicht die Ursache. Und da öffnet sich dann ein breites Feld von Untersuchungsmöglichkeiten, um rauszukriegen, was ist da los. Ob Nadja vielleicht erneut unter einer gefährlichen Essstörung leidet, können hoffentlich die Folgeuntersuchungen klären. Zuvor hat der Arzt für seine frisch operierte Patientin Viola eigentlich gute Nachrichten. Doch die Modeberaterin plagt ein heimliches Problem. Grüße Sie. So, aus dem OP wieder zurück. Ich habe mit den chirurgischen Kollegen gesprochen. Wie erwartet, die Zyste ist entfernt. Ja, das war gutartig, also bitte keine Sorgen machen. Ja, ich denke, Sie können bald nach Hause. Mhm. Ja. Ist Ihnen kalt oder? Nö, ich habe nur ein bisschen geschlafen. Sicher? Mhm. Ja, ich würde einmal den OP-Bereich angucken, das Pflaster noch mal anschauen. Ach, müssen Sie nicht extra, das ist noch gut. Sie haben bestimmt hier ganz viele wichtige Sachen zu tun. Lassen Sie mal uns unseren Job machen, Frau Hommer. Genau. Ja, einmal gucken, postoperative Kontrolle ist wichtig, sonst schimpfen die Kollegen mit mir von der Chirurgie, dass wir es nicht gemacht haben. Ja? Ja. Also, einmal gucken lassen, bitte. Ja? Okay, das Pflaster ist ja schon halb ab irgendwie und ganz verkrumpelt. Können Sie mal das Kissen wegtun, bitte? Sich etwas mal flacher legen. So, okay.
Und da würde ich aber doch gerne mal, hast du frisches Wasser ja, dabei? Ja, hab alles dabei. Lassen Sie mich mal da drunter gucken. Das riecht aber hier extrem süß, finde ja. ich. Oh, schau mal. Haben Die Sie? Wunde ist okay, aber drumherum, das ist alles so gereizt ja. da. Warum? Das hat eine Reizung. Sind Sie pflasterallergisch? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nein, aber die Wunde. Sehr gerötet. Okay, das ist richtig rot. Ja, ja. das können Was Sie mir geben. Was ist da los? Ja, danke. Ich bin nicht erklären. Ja, dann würde ich sagen. Riechen Sie das? Jetzt haben Sie irgendwas Süßes? Ja. Haben Sie was Süßes genascht oder so? Ich hätte mir gar nicht aufgefallen. Ja. Damit ich die Wunde besser reinigen kann, wäre es, glaube ich, bequemer, wenn ich das Bett ein bisschen runterstelle. Aber da muss ich ein bisschen. Entschuldigen Sie? Du hast was gefunden? Ja. Was denn? Eine Frischhaltefolie und ein Tipp. Was machen Sie damit? Oh, mal. Wenn ich mal fragen darf, das ist schon ein bisschen seltsam. Naja, hier rumzulegen ist ja auch langweilig. Ich hab was für meine Nichte gebastelt. Die wird bald 3 Jahre. Frau, also das habe ich auch so noch nicht gesehen bei einer Patientin. Ich aber freuen, was Sie damit gebastelt ja. haben. Wie? Also, Butter bei den Fische. Die Geschichte glaube ich Ihnen nicht. Bitte, ja. was haben Sie damit gemacht? Weil das ist schon ein bisschen seltsam, ehrlich. Also, was haben Sie gemacht? Ja, wissen Sie, ich habe vor ein paar Wochen jemanden kennengelernt und der wollte mich jetzt hier beim Besuchen kommen. Ist ja auch nicht verboten. Ich liege hier seit Tagen und ich schwitze und darf nicht duschen. Ja. Und, okay. Aus gutem Grund. Ja. Wir haben gesagt, duschen wegen der Wundheilung. Ja. Ja? ja, wissen Sie, wenn der hier kommt und an mir riecht, der rennt doch direkt wieder zur Tür raus. Und da haben wollte Sie also mich jetzt halt ein bisschen frisch fühlen und ein bisschen wieder wohl in meiner Haut fühlen. Ist doch verständlich, oder? Das ist verständlich. Aber was haben Sie denn nun konkret gemacht? Was haben Sie denn damit dann gemacht? Genau. Ich habe mir Mühe gegeben, die Wunde steril abzukleben. Also ich habe ja alles trocken halten wollen. Frau Hammer, mit Verlaub. Ich musste auf jeden Fall mal duschen. So stinkig kann man doch hier nicht rumliegen. Abklebt, das sollten Sie uns Profis überlassen. Ja? Genau. Jetzt entspannen Sie sich mal ein bisschen. Das hat ja auch nicht gut geklappt. Ne? Hat sich ja jetzt entzündet. Es ist ziemlich rot auch. Und es gibt auch den guten alten Waschlappen, mit dem man mal drumherum waschen kann. Genau. Ja? Aber das ist doch nicht dasselbe. Nee, aber Sie haben hier die Rötung. Also ich würde sagen, die Wunde ist okay, aber die Umgebungsrötung gefällt mir nicht. Machst du bitte dieses Hypoallergepflaster drauf? Ja. ja. Ich denke, es wird gut werden. Denken Sie, aber denn, da bleibt eine Narbe zurück jetzt? Es bleibt die normale Narbe. Ich glaube nicht, dass Sie durch Ihren leichtfertigen Umgang mit dem Wasser da und der Folie was verkehrt gemacht haben. Am besten immer Bescheid sagen und dann helfen wir Ihnen auch. Oder mal fragen. Genau. Ja? Okay. Ja, ich würde sagen, wirklich machen sollen. Neu verbinden und dann wird das schon wieder. Ja? Also. Also bitte keine ungut, Folie mehr benutzen. Keine gute Idee. Ja. Okay. Arzt Bernd Manau kann bei der 40-Jährigen also Entwarnung geben. Dagegen ist die Ursache für die alarmierenden Leberwerte von Patientin Nadja noch unklar. Als Freundin Stefanie ihr frische Kleidung in die Klinik bringt, verhält sich die junge Frau äußerst merkwürdig. Frau Kessel? Frau Kessel? Ja. Frau Kessel, sind Sie gestürzt? Ich bin am Meditieren. Ihnen geht's gut? Wie, du bist am Meditieren? Du machst ja sonst nur Yoga. Machen Sie das häufig? Frau Kessel, alles in Ordnung? Ja, wann machst du das denn? Der Krankenhausboden ist da vielleicht nicht so der richtige Ort, oder? Ihnen geht's gut, Frau Kessel? Kannst du uns mal bitte antworten? Ja, ich habe gedacht, ich spinne. Da lag die da auf dem Boden, hat irgendwie in sich reingeatmet, hat auch nicht mit mir gesprochen. Und gegessen hat sie auch nichts. Darauf hat sie auch keine Antwort gehabt. Sie müssten mir mal gerade eben antworten, wenn es geht, Frau Kessel? Ja, antworten, bitte. Frau Kessel? Okay, fängt an zu hyperventilieren. Ich gehe mal gerade den Arzt holen. Bernd, gehst du mal gerade in das Zimmer von Frau Kessel hyperventiliert? Jo. Der Arzt kommt sofort. Frau Kessel. Frau Kessel, einmal aufsetzen. Frau Kessel, so, einmal aufsetzen. Ganz ruhig hier, langsam, nichts Schlimmes. Hyperventilation ist nichts Schlimmes. So, genau, einmal ruhig atmen. Achtung, ich. Lass das Band mal weg. Halt ihr nur einfach, halt ihr einfach nur hin. So. Gut. Frau Kessel, Sie atmen jetzt langsam und ruhig. Genau. Ruhig. Frau Kessel, nicht da oben in die Brust. Schauen Sie, wo meine Hand ist. Schauen Sie, wo ganz meine Hand ist. Sie haben eine Hyperventilation, dann beruhigt sich das Ganze, geht schon besser. Bernd Manau kann den Zustand seiner Patientin wieder stabilisieren. Dass die 28-Jährige in der Klinik nichts gegessen hat, ist wegen ihrer früheren Magersucht allerdings kein gutes Zeichen. Ihre Atembeschwerden haben aber wohl einen anderen Grund.
mal, tut mir das Meditieren echt gut. Sie meditieren? Ja. Ja, okay, aber jetzt ist es irgendwie nicht so gut gegangen. Ist in eine Hyperventilation, in eine vertiefte Atmung übergegangen. Mein Vorschlag ist, Sie beruhigen sich jetzt erstmal, nicht meditieren, gar nichts denken, vielleicht ein bisschen schlafen. Ja? Wir lassen Sie erstmal in Ruhe, bitte nicht aufregen. Und dann kommen wir nachher nochmal, dann schauen wir weiter. Ja? Freundin Stefanie ist zutiefst besorgt und fragt sich, was Nadja fehlt und was hinter ihrem veränderten Verhalten stecken könnte. Auch die Untersuchungsergebnisse liefern am folgenden Tag keine neuen Erkenntnisse. Doch bei der Visite stößt der Arzt in Sachen Leberprobleme auf eine neue Spur. Frau Kessel, ich habe das Gefühl, Sie haben uns noch nicht alles gesagt. Irgendwie Ernährung, Lebenswandel, irgendwelche komischen Medikamente, die Sie einnehmen. Gar nichts. Chemieexposition, irgendwas. Warte mal, es hat geklopft. Ja? Ja, hier ist ein Besucher. Noch einer? Genau. Ja, soll mal reinkommen. Ah, nee. Hallo, Nadja. Das ist der junge Mann von gestern. Mhm. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's besser. Ich habe dir auch was mitgebracht. Entschuldigung, ja. Wer sind Sie denn bitte? Ich bin ein guter Freund von Nadja. Ja. Und ich habe wirklich viel, viel Mühe und Herzblut reingesteckt. Viel Energie und Power für dich. Und dann haben wir noch hier das andere. So. Was ist ich hoffe, das? Dir geht's. Das ist quasi unser Fruchtsmoothie. Das ist quasi aus gepressten Früchten und so ernähren wir uns relativ regelmäßig. Sind Sie Verkäufer oder? Nein. Wir sind gut befreundet. Okay. Ja, und Sie machen der Frau Kessel die Smoothies oder wie? Nee, sie muss ja irgendwas essen, weil sind Sie mich böse, aber das verunreinigte Essen in der Klinik, also das geht ja nicht. Hallo? Also wir ernähren uns eigentlich nur so. Was heißt eigentlich nur so, Frau Kessel? Jetzt kommen wir, glaube ich, so langsam der Sache näher. Was ist wir und was ist nur so? Wir machen halt viel mit Meditieren. Wir essen viele Früchte. Ja. Wer ist wir? So eine Sekte oder was habe ich mir da vorzustellen? Nein. Also wir sind einfach eine Gruppe von Freunden und wir ernähren uns halt aus quasi Luft und Sonnenlicht und dementsprechend unsere Fruchtsmoothies. Und das ist ja alles das, was man braucht. Also das sieht die Schulmedizin ein bisschen anders. Wie ist es denn zum Beispiel mit Eiweiß, mit Spurenelementen? Ja? Ach, letztendlich ist das ja alles ausgewogen. Also ausgewogen ist das nun nicht. Was ist denn zum Beispiel mit Eiweiß? Was ist mit Spurenelementen? Das kommt in so einer Ernährung ja wohl nicht vor. Und da kommen wir jetzt Ihrer Lebergeschichte auf die Spur. Ja? Die Leber kann Fruchtzucker nur in einem begrenzten Maße, so etwa 30, 40 Gramm pro Tag, verarbeiten. Die überschießende Fruchtzucker wird von der Leber, weil sie mit den ganzen Kalorien nichts anzufangen weiß und wir keinen Stoffwechselpfad dafür haben, wird diese Kalorien in Fett umgewandelt. Und wo ist das Fett? Das Fett wird für schlechte Zeiten in ihren Leberzellen eingelagert. Auf den Punkt gebracht, ihre einseitige Obsternährung mit zu viel Fruchtzucker ist die Ursache für ihre Fettleber. Da haben wir es doch. Wenn Sie das sagen, dann muss ich da auf jeden Fall... Andere Ursache haben wir Gott sei Dank nicht gefunden. Das ist es. Und also Sie müssen was ändern. Ich merke, du lässt dich jetzt hier halt auch schon stark beeinflussen. Und ich habe eigentlich gedacht, du bist schon ein bisschen stärker. Stark beeinflussen? Die hat sich hier bis zur Bewusstlosigkeit geatmet. Ja, die hat eine Fettleber. Geht's aber gut, aber ich meine, letztendlich... Mal gucken, wie lange noch. Ich merke, bei dir passiert gerade was und es ist deine Entscheidung. Aber sei mir nicht böse, dann... Ja, am besten packen Sie Ihren Saftladen da mal wieder ein und dann... Ja. Nadja, also ich bin schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also ich habe da eigentlich was anderes auch erwartet. Enttäuscht kann man von Ihnen sein, ne? So war die einseitige Ernährung mit dem Obst tatsächlich die Ursache für die Fettleber unserer Patientin. Das habe ich ihr erklärt und sie hat es dann auch verstanden und wirkte dann auch sehr vernünftig. Wir haben dann rausgearbeitet, dass wenn sie ihre Ernährung wieder auf eine breitere Basis stellt, dieses übermächtige Obst reduziert, die Fettleber sich über Wochen und Monate auch zurückbilden wird. Eine spezielle Behandlung wird sie nicht brauchen. Okay, machen Sie es gut. Und ich brauche jetzt erstmal einen ungesunden Kaffee. Viel Zucker. Und gegen gutes Mittagessen ist jetzt nichts einzuwenden, oder? Ich denke nicht. Nein? Dann gucke ich mal, was ich organisiert bekomme. Patientin Nadja durfte die Klinik am folgenden Tag verlassen. Die Bürokauffrau hat auf den Rat des Mediziners gehört und ihren Speiseplan auf eine ausgewogene Ernährung umgestellt. Daraufhin hat sich die Fettleber der 28-Jährigen erwartungsgemäß zurückgebildet.